Hey, hallo meine Lieben. Eigentlich wollte ich ja zu meinem Geburtstag schön selber Spare Ribs machen und einlegen und naja, hau mich tot. Aber leider ist es nichts geworden. Ja. Egal. Ich habe mal behelfsweise beim Kaufland fertig eingelegte marinierte Ribs geholt und die testen wir heute, ob die was werden, ob die schmecken, ob das so funktioniert, wie das hinten drauf schreiben bei oder im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft oder Ober-Unterhitze ca. 60 bis 70 Minuten garen, nach 45 Minuten die Grillrippe mit Alufolie abdecken. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, dass die Beutel das Sous-Vide-Becken aushalten, dann hätte ich die Teile so wie sie sind ins Wasserbad geschmissen, aber ja, jetzt denke ich mal was aus, wie ich die am schönsten im Backofen machen kann und ratter, 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 ich habe schon eine geile Idee und ja, rüber in meine kleine, aber feine Küche. Ja, Freunde, der Backofen ist an, heizt vor und meine Gitter da unten wegschieben. Und das ist jetzt meine Lösung. Sprich, auf dieses Gitter werde ich jetzt, oh Herrschaft, alles liegt im Weg von mir. Auf dieses Gitter werde ich jetzt die Ribs platzieren und so dann ja, im Backofen reinwuchten. Genau, das machen wir jetzt so. Da redet man gar nicht mehr lang um heißen Brei rum. Oh ja, riechen tut es ja ganz gut. Riechen tut es ja ganz gut. Das hat geklingelt. So. Und die zweite. Ja, und dann können wir sie, würde ich mal ganz schlicht weg behaupten, auch schon im Backofen reinschieben oder reinstellen. Sieht man den Backofen von da? Ja. Aufmachen. Wo ist mein Handschuh? Blutige Hennerköpf. Wo sind meine Lederhandschuhe hin? Da sind sie. Nee, nee, ich verbrenne mir nicht die Pfoten hier. So. Und dann stellen wir das Gitter mit den zwei Leitern, Spare Rib Leitern, einfach hier rein. Machen zu und vergessen das mal für die nächsten 45 Minuten. Leute, knapp eine Dreiviertelstunde ist vergangen. Boah, kommt da Hitze raus. Ja. Irgendwie hätte ich unten vielleicht noch ein Backblech reinlegen sollen. Und nicht bloß die Dinge. Und jetzt denk mal so, wie sie es geschrieben haben. Die Teile einfach bloß mit Alufolie ab. Fertig. Und obendrauf schmeiße ich mal einfach bloß so ein Baguette. Jawohl. Wird schon werden. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So Leute, jetzt hoffe ich bloß, dass mir der Akku nicht abkackt.
weil der Akku ist ziemlich schwach, dass wir das noch schnell durchziehen können. Machen wir es. Bis später. Hier was gerade mit der Folie rüber. Ja, verdammte Scheiße. Eine Riesensauerei gerade gemacht. Das nächste Mal mache ich das auf dem Backblech. Jetzt kann ich gleich das Putzen anfangen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann tun wir die mal hier runter. Immer beschwerst du dich. Oh, ich bin nicht besser. Tja, Freunde, und dann probiere ich jetzt einfach mal die Rippchen, die zwei verschiedenen. Und dann gebe ich es frei für die verfressene Bande hier. So. Also das erste Rippball, durch ist es. Schmeckt gut. Nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, welche Geschmacksrichtung das war. Das eine war Barbecue, das andere Arizona-Style. Also von Fall of the Bone ist es sehr weit entfernt. Aber es funktioniert hervorragend im Backofen. Wenn es einer ja, schnelle Rippchen machen will, kann ich nur empfehlen, Kaufland die Dinger holen, die abgepackten und rein im Backofen. Geil. Ja, und so haben wir hier jetzt was zum Essen. Ich hänge jetzt die Kamera ans Ladegerät, dass ich nachher weiter filmen kann mit meinem Tortenvideo. Ich weiß bloß nicht, welches Video jetzt zuerst gekommen ist. Also, ciao Ikowski, wir sehen uns. Ich esse jetzt mein Rippball fertig. Später gibt es nämlich nochmal zwei, wenn mein Brüderchen dann kommt. Ja, und Jarikowski, bis zum nächsten Mal.